Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Aufnahmesession von Gothic 1. Yo, was haben wir zu tun eigentlich? Willkommen. Ich hab's geschafft, ich bin Mitglied. Ich hab's geschafft. Jetzt bin ich Mitglied des Lagers. Herzlichen Glückwunsch, Kleiner. Ab jetzt hältst du dich am besten an Diego. Alaska. Zu Gomez oder Raven. Solltest du nur noch gehen, wenn du was wirklich Wichtiges zu sagen hast. Okay. Wie sieht's bei dir aus? Wir haben wenig Ärger mit den Typen aus dem neuen Lager. Mir machen eher die Sektenspinner Sorgen. Das ist im Moment so die Lage. Gut. Würde ich sagen, wir gucken uns erstmal alles hier oben an. Das sind ja Gardisten. Über Gardisten. Hier ist Cutter. Für Gomez. Der hat mir nichts zu sagen. Da sind die Feuermagier. Stimmt. Ganz vergessen. Moin. Du darfst keinen Fuß über diese Schwelle setzen. Es sei denn, Meister Koristo gestattet es. Ich suche den obersten Magier des Feuers. Das ist Koristo. Was willst du von ihm? Ich halte mich da lieber raus. Nun, ich glaube, ich habe da einen Brief für ihn. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Bist du ein Bote aus der Außenwelt? Ja. Ein Magier gab mir den Brief, kurz bevor sie mich in die Kolonie geworfen haben. Zeig mir den Brief. Jo. Hier ist er. Ich vertraue den mal. Das ist ein Brief an Xardas. Und was ist daran so aufregend? Xardas ist schon lange kein Diener Innos mehr. Vor einigen Jahren hat er uns verlassen und sich der schwarzen Magie zugewandt. Er lebt in einem Turm mitten im Orkgebiet und widmet sich dort seinen Studien. Er sagte, er wolle auf seine Art herausfinden, was mit der Barriere nicht stimmt. Ah ja. Warte hier, ich bin gleich wieder da. Ach, wir verfolgen ihn sogar. Das ist mir neu. Und er kommt wieder runter. Yo. Koristo war ganz außer sich vor Freude. Er sagt, du kannst zu Torres gehen und dir deine Belohnung selbst aussuchen. Ja, nice. Wo finde ich Torres? Er ist den ganzen Tag draußen hier vorm Tempelgebäude. Nachts ist er wie alle anderen drin, aber nur Magier dürfen das Tempelhaus betreten. Also kannst du ihn nur tagsüber sprechen. Okay. Erzähl mir was über die Feuermagier. Der Kreis des Feuers bezieht seine Macht von der Gnade Innos. Der Gott des Lichts, der Wahrheit und der Gerechtigkeit wacht über uns. Die Magier betrachten sich selber als die Erwählten. Und so behandeln sie auch alle anderen. Ich hatte das Glück, damals aufgenommen zu werden. Koristo hat mich zu seinem Lehrling gemacht. Vermutlich hat er einfach Lust auf Unterhaltung. Jeder Professor immer. Seitdem bemühe ich mich jeden Tag, meine magischen Fähigkeiten zu steigern, damit ich in den nächsten Kreis aufgenommen werden kann. Ja. Ich will ein Lehrling der Magier werden. So wie du. Koristo hat mich damals erwählt, weil ich eine besondere Sache für die Erzbarone erledigt habe. Ohne, dass du etwas Herausragendes leistest, wird er dich nicht als Lehrling in Betracht ziehen. Du musst außerdem dem alten Lager angehören. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Koristo ein Mitglied eines anderen Lagers als Lehrling akzeptiert. Ich überlege, ob wir nicht vielleicht sogar Feuermagier werden. Weil, ich bin ehrlich zu euch, ich überlege, im zweiten Teil dasselbe zu machen. Aber nun. Sei gegrüßt. Moin. Ich grüße dich, Magier. Innos wache über dich. Ich handle mit magischem Wissen und kann dir zeigen, wie du deine magische Energie steigerst. Sehr schön. Erstmal machen wir das. Koristo schickt mich. Ich habe den Brief übergeben und soll meine Belohnung selber wählen. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen und sollst deine Belohnung erhalten. Wähle mit Bedacht. Alaska. Stärkering, Geschickring, 3 Spruchrollen, Essenz des Geistes. Oh, maximales Mana 5. Ich nehme, glaube ich, den Stärkering. Ja, für den Anfang. Ich nehme den Stärkering. Eine solche Wahl hatte ich von dir erwartet. Hier, nimm den Ring. Okay. Was muss ich tun, um Magier zu werden? Sprich mit Meister Koristo, wenn er Zeit für dich hat.
Ich darf doch gar nicht. Nun, egal. Schnacken wir mal mit Rodriguez. Moin. Mama. Hallo, Freund. Hi. Ich suche den obersten Magier des Feuers. Geh zu Milton. Der gibt sich mit Laufburschen wie dir ab. Oh, Mr. Arrogant. Ich will den Stärkering mal anziehen. Ein bisschen mehr. Jetzt habe ich halt 55. Ist okay. Damit kann ich arbeiten. Gardist, Gardist. Da oben steht noch ein Gardist. Hier ist die Mauer eingefallen, ha? Huh? So. Kurz speichern. Skip. Hier gibt's Waffen. Für Gomez. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Ich könnte dir ein paar Sachen verkaufen. Guter Typ. Was haben wir denn? Ein Kampfschwert. Das ist noch nicht mal so viel. Wie viel macht unser? Nein, die Spitzhacke will ich behalten. Einfach aus Gründen. Ah, die Schürferklamotten. Okay, dafür kriege ich ja echt nichts. Nick. Ich schnapp mir noch ein bisschen Gold von ihm. Ich werde mal ein paar Sachen behalten, was Mana angeht. Bringt nicht so viel. Ah, die Flügel. Oh ja, das bringt viel. Und das hier. Und das hier. Und den hier. Na komm, das Sumpfkraut behalte ich mal. Ich ziehe dem mal ein bisschen Kohlen ab. Haben wir noch was? Fleischwanzenragout. Gut, bringt mir jetzt nicht viel. Gut, dann nehmen wir das da und ich fülle den Rest auf. Dann kommen wir endlich unserer Waffe näher. Unserer Rüstung näher. Die Waffe haben wir ja dann schon. So. Dankeschön, Skibby. So. Ah ja, doch, das macht schon ordentlich was her. Da kriegst du den Butler-Scheiß-Ding da. Ich könnte. Na, wo ist es denn? Kannst du mir noch 80 geben, dann ist gut. Dann geht's mir gut. So, geh mal her, den Lachs. Passt. Nun. Ich speichere, weil wir jetzt gut gehandelt haben. Stone! Für Gomez. Du bist der Schmied, richtig? Richtig. Verkaufst du Waffen und Rüstungen? Um die Waffen kümmert sich Skip. Ich verteile nur die Rüstungen. Was für Rüstungen hast du denn da? Nur Rüstungen für Gardisten. Und du bist keiner. Ja, okay. Also wirst du dir deine Rüstung woanders besorgen müssen. Du Arsch. Nett. Wie viel Kohle... Oh, mir fehlt nicht mehr... Könnte ich noch Stuff verkaufen? Dass wir unseren Hals voll kriegen. Ich könnte... Hat er noch 200? Er hat das. Weil ich könnte... Ich würde sehr, 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 sehr gerne... Tatsächlich... Komm, irgendwo kriegen wir doch noch was her. Wir haben doch hier so viel Stuff. Komm, dann kriegst du die hier. Ja, die Dinger nehme ich mir mal selbst. Hier hast du nochmal 5. Hast du nochmal 5? Ja, guck mal hier. Kriegst das Fleisch und dann habe ich genug Kohlen. Das ist der Deal. Dann hole ich mir instant die bessere Rüstung. Dann haben wir schon mal viel gewonnen. Guri. Nice. Geben Sie mir mal bitte das Zeug. Danke. Hier ist ein Kerker. Ui. Entschuldigung. Ich bin nach dem Essen da, stößt man doch nochmal auf. Sehr nice. Dann gib mir mal bessere Rüstung. Diese. Für Gomez.
Kann ich eine Rüstung haben, wie du sie trägst? Hast du das nötige Erz in der Tasche? Ja, klar, Mann. Und wie? Mach's gut. Was ist denn der Unterschied? Ja gut, das ist schon was. Ah, die Rüstung ist auch viel schöner. Speichern. Ich will diese Rüstung behalten. Endlich bin ich ein vollwertiger Schatten. Also nicht mehr so ein kleiner Popelschatten. Jetzt kann ich die... Scorpio, hi. Für Gomez. Moin. Mit dem kann ich nicht reden. Alles klar. Erzbrocken? Erzbrocken. Nun. Wir sind ja ein Schatten. Wir können ja... Ich kann doch nicht rein. Warum kann ich da nicht rein? Warte mal, hier ist noch ein Erzbrocken. Schade, ich kann nicht rein. Das wäre jetzt cool. Extra gespeichert dafür, so ein Mist. So ein Käse. Ist hier was? Nun. Kann ich hier ein bisschen Dieb spielen? Paul Kessel. Übrigens schlürfe ich mal deren Suppe aus hier. Dann habe ich ein bisschen Leben. Wow. Das bringt ja exakt nichts. Kann ich auch gleich sein lassen. Nun. Latrinen, würde ich sagen. Latzeishaus. Gut. Ich würde gerne irgendwo pennen. Irgendwo schlafen. Was ist los mit dir? Schau mal dein Basel. Ich muss auch mal pennen gehen. Sag der Finger weg. Lass mich mal vorbei. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Lass mich mal vorbei. Ja, Stone. Speichere ich sogar. Lass mich mal vorbei. Da ist er doch. Der Bully. Wen haben wir denn da? Du bist doch der Typ, den ich getauft habe. Was willst du? Noch mehr Schläge? Ich bin gekommen, um dir dein großes Maul zu stopfen. Nicht. Ja, dann komm mal her, Bürschchen. Zu stark. Der tötet uns noch. Okay, gut. Dann warten wir. Den mach ich platt. Den mach ich so richtig platt. Ja, mal groß bin. Ich weiß noch nicht, ob Gardisten, Wassermagier, Feuermagier... Ich weiß es noch nicht. Wassermagier geht gar nicht. Feuermagier. Gut, ich muss in das neue Lager. Warte mal. Können wir mit Grimm nach draußen gehen? Für Gomez. Ich bin bereit, mit dir zu gehen. Lass uns das Amulett holen. Gut, dann wollen wir mal. Ich kann es vergessen, dass es da noch was gab. Ja, dann... Jetzt bin ich bereit, Herr. Moin. Oh, es regnet, das ist auch so schön. Da sind zwei Banditen, okay. Ich bin ausgerüstet, ich knüppel euch weg. Ja. So. Hier sind wir. Schön weit weg von deinem Freund Diego. Ich soll dir schöne Grüße von Bladwin bestellen. Okay. Okay. Danke. Du bist ein sehr netter Mensch. Jetzt guck mal, wie du demnächst buddeln wirst. Grimm. Boah, du hast aber ordentlich was da gehabt. Ja, Gesangsverein. Bisschen Diebesgut hat er. Das wird dir noch leid tun. Keine Panik. Was
gewonnen. Ey. Du Penner wolltest mir also nur eine Falle stellen. Hey Mann, wir spielen beide dasselbe Spiel. Ich habe auch keine Lust, in den Minen buddeln zu gehen. Also werde ich tun, was mir die Gardisten sagen. Dann werde ich hier bald aufgenommen. Ja. Dass ich ausgerechnet dir aufs Maul hauen sollte, hast du dir im Grunde selber zuzuschreiben. Warum legst du dich auch mit den Gardisten an? Persönlich habe ich nichts gegen dich. Also was ist? Frieden oder weiterprügeln? Machen wir Frieden. Frieden klingt gut. Freut mich, dass du das Ganze durch meine Augen sehen kannst. Die Sache ist vergessen. Ab jetzt bin ich auf deiner Seite. Wenn du nochmal Ärger haben solltest, kannst du auf mich zählen. Schließlich schulde ich dir was. Alles gut, Mann. Und wie weit bist du mit deinen Prüfungen? Ich habe schon mit Dexter, Sly und Fingers geredet. Das sind einige der einflussreichsten Schatten hier im Lager. Wir sind ja schon durch. Gut. Dann gehen wir mal ins nächste Lager. Insektenlager, wie das hier gesagt wird. Auf dem Weg prügeln wir noch mal ein paar Blutfliegen, hä? Jetzt machen die uns wirklich kaum noch Schaden. Ich würde gerne jetzt auch ein bisschen auf Erkundungstouren gehen, hier und da. Ey. Also, vielleicht werde ich mich jetzt nicht mit Blut, Seehain. Nee, Sumpfhain anlegen, aber das eine oder andere Tierchen kann ich hier schon platt machen jetzt. Das ist auch recht flott. 55 Stärke. Oh, ich muss Lefty noch besuchen. Oh, das können wir auf dem Weg machen irgendwann. Hier gibt's ordentlich was. Gut, das lohnt sich jetzt vielleicht nicht so ganz mit den Waldbären. Aber es ist egal, wir sammeln und dann habt ihr gesehen, jetzt können wir uns eine Rüstung leisten. Na komm her. Mein Ziel ist es, so schnell wie möglich aufzusteigen. Alter. Nerv doch nicht. Wir könnten sehr viel Geld machen, aber das ist jetzt zu spät ein bisschen, wenn wir natürlich Trophäen sammeln lernen, aber never mind, das ist jetzt nur Nebensache. Oh, wir gehen durch den Wald. Das ist so eine gute Idee. Hinten ist ein Lurker. Egal. Man gönnt sich ja sonst nichts. Wenn wir es überleben, wäre es gut. So. Nein. So. Ah, das sind Wölfchen. Da können wir mal gerne mal ein paar weghauen. Wenn wir das gut können. Okay, das ist jetzt genau der Punkt. Wir können nicht viel. Nicht weit weg sind ja die anderen Jungs, wo wir vielleicht noch was lernen können. Diese Jäger. Sondern ein Varan. Ich würde die Varane jetzt mal auslassen kurz. Und tatsächlich zu den Jägern gehen. Wow. Man wird echt abgetrieben, ne? Das ist auch schon richtig sexy gemacht mit dem Abtreiben. Können viele Spiele bis heute nicht. So, dann lernen wir das. Dann töten wir noch ein paar Tiere. Nehmen uns halt natürlich die Sachen mit. Ja. Und dann können wir wieder gut was verkaufen. Ich meine, es sind am Ende Peanuts, aber auch Peanuts am Ende. Ich meine, guck mal, jetzt haben wir zum Beispiel keine Ahnung, wie viele Tiere getötet. Und diese Peanuts können uns dann eben irgendwann mal wieder Rüstungen etc. finanzieren.
Och nö. Die sind nicht auf mich aggro geworden, dann ist ja gut. Wenn nicht, dann muss ich glaube ich zu Coverlong, kann das sein? Drax. Was kannst du mir noch über die Jagd beibringen? Eine ganze Menge. Aber das, wenn du weißt wie, ja, kannst du den Viechern Zähne, Haut oder Krallen. Das wissen wir, zumindest wird jeder Händler diese Dinge mit dir tauschen. Ach, guck mal. Boah, das ist aber ordentlich was. Wie komme ich an die Zähne? Du musst vor allem darauf achten, dass die Zähne nicht splittern. Um das zu verhindern, musst du dein Messer in der Mitte des Zahns ansetzen und vorsichtig hebeln. Zähne kannst du von Wölfen, Schattenläufern oder Snappern nehmen. Okay. Erst will ich mein Erz sehen. Wie gesagt, na, es hat alles seinen... Okay, pass auf.